Was dem Engländer sein schwarzer Tee, ist dem Chinesen der grüne. Lange Reifedauer, feinste Anbaumethoden. Seit mehr als 5000 Jahren wird der grüne Tee hier in Asien getrunken. Offizielle Tee-Zeremonienmeister haben heute die Königsblauen besucht und das Getränk förmlich verköstigt. Daniel Caligiuri bewies sogar Geschmacksqualitäten. Den Tee, wo wir gerade probiert haben, ist ein grüner Tee. Und der war ein bisschen leichter im Mund als der deutsche, muss ich sagen. Aber hat natürlich auch sehr gut geschmeckt. Sehr interessant, ne? Wie die das auch herstellen hier in einem kleinen Behälter. Und ist natürlich ganz anders als bei uns in Deutschland, aber ist natürlich sehr interessant. Naldo und Koke waren dabei. Auch die Legenden haben sich diese Chance nicht nehmen lassen. Olaf Thon, Gerald Asamoah, Gerd Rebeck und Bodo Menze schwärmten von diesem Event in den höchsten Tönen, haben aber auch die wohltuende Wirkung des Tees bei einigen Spielern erkannt. Gerade schon gesehen, Ralf Fährmann ist schon leicht berieselt davon und schmeckt richtig gut. Also das sind Tees, die auch 10 Jahre gelagert werden, um dann die Intensität, wie uns gerade berichtet wurden von Mi Chi, richtig gut. Ja. Natürlich durften sich die Gäste am Ende noch ihre Wünsche mit Fotos und Autogrammen erfüllen, aber auch mit einem Lächeln, das manche Dame heute Nacht gut träumen lässt.